Jeden Tag stehen wir auf. Jeden Tag beschreiten wir. Jeden Tag erleben wir. Jeden Tag blicken wir in die Ferne. Jeden Tag denken wir uns, was wir machen können, damit es uns besser geht. Jeden Tag gehen wir abends ins Bett und wissen, dass wir morgen wieder aufstehen. Wir leben unser Leben, als wäre es selbstverständlich. Ob wir hungern, trauern, freuen, fühlen. All diese Emotionen abhängig davon, wer wir sind. Doch das Leben, das wir fühlen, ist nicht selbstverständlich. Also steht auf, macht etwas, bewährt. Alles fängt an mit einem Kielkra-Video. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Ich habe keine Ahnung. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zu einem Scheiße. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Kilian aka Kilkra und heute darf ich heute mal wieder ein bisschen zu euch reden, will ich mal behaupten. Und ihr merkt schon, oder ihr merkt es wahrscheinlich nicht, also ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt jemandem aufgefallen ist, aber ich mache sehr wenig Videos in letzter Zeit, außer auf dem Legacy Clan Channel, wovon noch wieder ein paar Abonnenten rübergekommen sind. Danke, wir stehen jetzt kurz vor den 3100 Abonnenten noch. Das wird mega heftig, das Special, ich kann nicht reden. Auf jeden Fall möchte ich heute einfach mal darüber reden, warum so wenig Videos kommen und warum mich YouTube ein bisschen abfuckt in letzter Zeit. Da bin ich auch ganz ehrlich und das habt ihr schon von 1000 anderen YouTubern gehört, deswegen will ich da gar nicht so heftig drauf eingehen. Also was man von allen YouTubern natürlich hört, sind, dass die Klicks runtergehen, nicht nur bei den großen YouTubern, auch bei YouTubern wie mir oder noch kleinere YouTuber. Das sieht man überall, Klicks gehen runter, wann soll ich hochladen, wie, wann, wo. Und Leute, ihr denkt jetzt so einen auf, ah, klickgeil, ist ja nicht schlimm, man steckt halt Arbeit in seine Videos, wisst ihr? Und man möchte halt auch, dass diese Videos hochgelistet werden, also nicht gelistet, aber halt wenigstens in der Subbox angezeigt werden, dass die Abonnenten, die einen abonniert haben, diese Videos schauen, wofür man Arbeit reingesteckt hat, Leute. Und YouTube ist gerade so, dass YouTube denkt sich einfach so, nee, Kilian, du bist ein Hurensohn. Deine Abonnenten zeigen mir aber mal nicht, dass du ein Video hochgeladen hast. Und das Problem ist halt, jeder YouTuber geht nach Zahlen. Aber wer das nicht sagt, der lügt einfach, ist einfach so. Aber das ist gar nicht so der Hauptgrund bei mir. Natürlich ist es so ein kleiner Nebengrund. Aber mein Hauptgrund ist einfach, dass Call of Duty mir echt keinen Spaß mehr macht. Und zwar meine ich damit jetzt nicht so das Zocken an sich. Eine Runde am Tag geht schon, klar. Aber halt so auf Gameplays gehen oder überhaupt irgendwas für einen Hintergrund zu spielen, Live-Commentary streamen, das kann ich einfach nicht. EW ist für mich das größte Scheißspiel des Jahres 2016. Kein Wunder, dass es nicht mal in die Top-Spiele reingekommen ist. Und Black Ops 3 ist halt auch mega ausgelutscht. Und ich kann halt jetzt hier sitzen, mir ein paar Gameplays zusammen erschwitzen nach 3 Wochen und so tun, als wenn ich mega Spaß an dem Spiel hätte. Aber Leute, das habe ich einfach nicht. Und ich finde das auch mega unnötig, dann einfach Videos drüber zu machen, wenn es mir keinen Spaß macht. Auf dem Legacy Clan Channel auf jeden Fall, der Link ist auch unten in der Beschreibung, ist mein Clan sozusagen. Da machen mir die Videos extrem Spaß. Top 5 Clips und Top 5 Fails macht mir mega Spaß. Aber das kann ich bei meiner Größe halt auf meinem Channel nicht bringen. Und deswegen, wenn ihr mal so richtig Videos, wo ich richtig motiviert bin, nochmal sehen wollt, dann geht einfach auf den Legacy Clan Channel und sucht da mal so die Videos, wo ich bin. Oder guckt euch einfach mal alle Videos an, weil die sind eigentlich alle ganz gut. Ich habe auf jeden Fall noch einen Live-Kommentar mit jemandem geplant, den ihr alle kennt. Das mache ich jetzt mit 3000 Abonnenten-Special, den kennt man einfach, da macht YouTube seit 5 Jahren, ist schon relativ groß eigentlich. Und mehr Ideen habe ich gerade nicht, Leute. Also falls ihr Ideen oder Themen habt, schreibt es mir einfach bitte unten in die Kommentare. Ansonsten, falls ihr echt bis hierhin geguckt habt und euch denkt, okay, der ist zwar gerade ein bisschen down, der Kilian, aber den mag ich noch, den kann man noch ein bisschen supporten, würde mich das auch mega freuen, wenn ihr die Glocke aktivieren könntet. Einfach neben den Abonnieren-Button bei meinem Kanal einfach auf die Glocke klicken, dann werdet ihr benachrichtigt, falls ein Video von mir online kommt. Das würde mich persönlich mega freuen, weil ich eigentlich immer viel Arbeit in meine Videos stecke und ich möchte halt wirklich, dass sie auch von den Abonnenten gesehen werden, die mich abonniert haben. Wenn man das verstehen kann, vielleicht heule ich gerade auch ein bisschen zu viel rum, das kann natürlich auch sein, ich bin zu Boss. Ansonsten, wenn ihr wieder 100% Behinderung haben wollt, addet mich auf Snapchat. Ich bekomme noch so viele Anfragen von wegen, dass ich zu behindert bin, dass ich die löschen soll und so. Aber es gibt echt Tage, da mache ich komische Snapchat-Stories oder ansonsten seht ihr einfach nur, was ich immer esse. Aber wen juckt's halt nicht, was ich esse, ne? Ist mega interessant. Also addet mich auf Snapchat, Instagram, was weiß ich. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns nächste Woche wieder mit ein bisschen besserer Laune und ich hoffe trotzdem, dass euch das Video hier ein bisschen gefallen hat und dass ihr mich verstehen könnt. Und egal, wie viele Leute das hier gucken, weil ich lade das jetzt einfach hoch, ist mir egal zu welcher Uhrzeit. Ich bedanke mich einfach für euren Support für 3000 und 2800 Abonnenten. Habe ich echt geile Abonnenten. Love you guys und ja, wir sehen uns in dem nächsten Video. Hashtag Kilian ist down in dem Video. Oder so. Penis.